Herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Mein Name ist Christian und ich befinde mich hier heute beim Shamrock. Und wir sprechen hier heute bei dem Shamrock über die Massagetechniken, die er hat. Und vielleicht mal ganz kurz vorab, er hat eigentlich alles. Was meine ich mit alles? Zum einen haben wir Wasser- und Luftmassage, um das Ganze mal zu splitten. Die Luftmassage ist das, was Sie vielleicht auch schon mal irgendwo in öffentlichen Bädern genossen haben. Luftmassage ist etwas Feinfühliges, befindlich an den Oberschenkeln und genau dort fühlt es sich auch am besten an, denn dort ist die Haut ja auch am dünnsten. Über diese Luftmassage haben wir eine Aromatherapie. Also Ihr Duft geht durch das Wasser hindurch, befindet sich an der Wasseroberfläche und nicht im Wasser. Also sollte mal ein Duft dabei sein, der Ihnen nicht so zusagt, brauchen Sie keine Angst haben, Sie brauchen das Wasser nicht wechseln. Dieser Duft ist nachher auch wieder weg. Dann kommen wir zur Wassermassage. Es gibt verschiedenste Techniken und diese Techniken haben wir hier vorne alle mit drin. Zum einen haben wir hier vorne vibrierende Jets. Befindlich sind diese einzelnen Düsen nicht einfach nur willkürlich, denn wir haben uns da in Zusammenarbeit mit einem Inhouse-Designer und einem Physiotherapeuten auf der anderen Seite beraten lassen und haben diese Jets dann an bestimmten Punkten justiert und auch die Möglichkeit gegeben, sie nachträglich noch fein zu justieren, je nachdem, wie schmal oder wie breit sie sind. Die verschiedenen Arten, also hier vorne unsere vibrierenden Jets, angeordnet an den Triggerpoints Ihres Rückens. Hier vorne haben wir große pulsierende Jets. Das heißt, die Oberfläche hier vorne ist deutlich größer, wie Sie sehen, mit leichten Einkerbungen, damit das Wasser, also die Oberfläche, die dort massiert wird, größer wird. Dann haben wir in der Mitte einen rotierenden Jet. Längst Ihrer Wirbelsäule verbreitet sich aber längst dieser. Das heißt, rechts und links werden Sie die Massage wahrnehmen, denn diese sind nach rechts und links ausgearbeitet und bleiben dann rotierend natürlich auch in diesem Bereich. Dann haben wir große vibrierende Jets nochmal im unteren Bereich, also im Lendenwirbelbereich. Das Tolle hieran ist, auch hier wieder einstellbar, je nachdem, wenn Sie vielleicht Probleme haben mit dem Rücken, was meistens ja in Deutschland der Fall ist, denn fast jeder Zweite hat Probleme mit dem Rücken und dann meistens unten im Lendenwirbelbereich. Und gerade hier sind Sie dann extrem, denn hier wollen wir massiert werden, um gegebenenfalls auch Blockaden etc. zu lösen. Und das Tolle auch hier wieder, wenn Sie nicht vielleicht die Person sind, die auf intensive, kraftvolle Massage steht, dann lässt sich das Ganze individuell regulieren. Wirklich von 0 auf 100% können Sie hier vorne auf- und zudrehen. Also nicht nur über den Regulator hier vorne, der die gesamte Kraft weg oder wieder hinzufügt, können Sie auch die einzelnen Jets hier vorne durch das Auf- und Zudrehen regulieren. Und dann hier unten nochmal für unsere Hüften zwei vibrierende Jets, die gerade, Sie kennen das vielleicht, im Ischiasnerv Probleme haben und können hier vorne dann auch gezielt diese ansprechen. Wenn wir ein Plätzchen weitergehen, und zwar rüber zu unseren Cooldown-Plätzen, dann ist auch hier, wie Sie sehen, etwas weniger Massage, was aber auch bewusst ist, denn Sie wollen ja etwas runterkommen. Dann haben wir hier nebst der Wirbelsäule unsere Muskelstränge, die ja rechts und links verlaufen. Die werden hier in etwas abgeschwächterer, aber trotzdem in einer punktuellen Variante angesprochen. Und Sie bleiben trotzdem hier immer noch der Massage treu. Sie verlassen sie also nicht, egal wo Sie sich hier befinden, liegend oder sitzend. Sie haben überall eine wirklich ganz hervorragende Massage. Hier haben wir nun etwas sehr Spezielles. Wir haben hier ausschließlich vibrierende Jets, die sehr punktuell gesehen sind natürlich, aber davon in großer Anzahl. Zum einen ausgebreitet an unseren Muskelsträngen rechts und links. Die Wirbelsäule, die hier vorne einstellbar ist, je nachdem, mehr rechts oder mehr links, wonach Ihnen ist. Dann haben wir unsere Oberschenkel, jeweils mit zwei vibrierenden Jets. Häufig, Sie kennen den Ausdruck, einen Pferdekuss bekommen, also quasi einen inneren Bluterguss erlitten. Den können Sie hier vorne toll massieren lassen. Dann haben wir unsere Luftmassage, die etwas leichter ist, an den dünneren Stellen. Und dann runtergehen über den kompletten Fußbereich, der, wie ich eben in einem anderen Video schon mal ansprach, sehr ergonomisch gesehen ist. Also Sie können sich hier ganz toll reinlegen, können sich fallen lassen und können die Massage wirklich von Kopfe an bis Fuße genießen. Zu unserem sogenannten Liebesnest möchte ich es jetzt diesmal nennen. Zwei identische Plätze, damit der eine auch nicht über den anderen jammern kann, wie man das vielleicht manchmal kennt. Wir haben hier vorne, gerade im Schulterbereich,
hier auf diese Massage geachtet. Also hier vorne der Schulterbereich wird intensiv massiert. Wenn Sie Probleme haben mit dem Nacken, warum auch immer, dann ist das hier der ideale Platz. Hier vorne ein justierbarer, pulsierender Jet und dann im unteren Lendenwirbelbereich nochmal zwei individuell verstellbare, vibrierende Jets. Das Ganze zieht sich auch hier, wie in dem vorher angesprochenen, in der vorher angesprochenen Sitzposition, komplett über Ihre Beine hinweg. Also sollten hier vielleicht auch mal größere Personen jenseits der 2-Meter-Grenze ein Liegesplätzchen suchen, nicht Liebes, Liegesplätzchen, dann ist das hier auf jeden Fall der Fall, also möglich, denn wir haben hier ausgiebig Platz, normalerweise für 2 Personen. In dem Falle wäre auch für eine sehr große Person hier eine komplette Bein-, Fuß- und auch Wadenmassage möglich. Angenommen, wir hätten 2 normalwüchsige Menschen, die hier dann vorne ihr Spielchen treiben, dann können die beide von einer identischen Massage genießen, ebenfalls auch wie bei dem vorherigen Platze, von Kopf bis Fuß. Das Tolle ist, jeder einzelne Sitz- oder Liegeplatz ist hier vorne mit unseren Regulatoren immer in Greifweite regulierbar.